Das sind die Digital Holster von ThinkTank. Das sind ganz spezielle Fototaschen, die man teilweise auch hier in verschiedenen Modellen bei uns erwerben kann. Wir haben insgesamt 5 Modelle. Ich habe hier nur 3 auf dem Tisch, weil das alles ein bisschen groß ist. Ich werde jetzt hier anhand einer Fototasche bzw. hier mit dem dicksten Holster mal anfangen und dem mal so ein bisschen zeigen. Die sind also vom Grundkonzept her sind die also alle gleich, bis auf eine Kleinigkeit, dass man hier den größten auch noch mit einem speziellen Gürtel, den wir noch nicht im Angebot haben aus dem Shop, hier also auch richtig schön an der Seite am Körper tragen kann. Alle anderen kann man halt eben auch ganz normal mit einer Schlaufe, mit so einem Tragegurt tragen oder halt eben auch einfach dann so in der Hand. Und natürlich kann man hier auch diese Modelle dann am Körper tragen mit einem Gürtel. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz hier anhand dieses einen Modells. Das ist so eine ganz spezielle Vorrichtung, wo dann hier ein Gürtel rübergezogen wird, den man sich dann halt eben logischerweise dann um die Hüfte bindet. Das Ganze macht man dann zu und dann kann man den Holster halt praktisch dann hier so an der Seite tragen. Hat einen wunderbaren Zugriff auf das Kameraequipment und ich zeige Ihnen jetzt einfach mal so ganz grob hier mit dem großen Modell, was man denn halt noch alles so damit machen kann und was da halt so drin ist und dran ist und rum ist. Das ist also jetzt der große Digital-Holster von ThinkTank. Das ist also ein Holster, den man so im Profibereich einsetzen kann. Da passt also ein komplettes DSLR-Gehäuse rein mit einem Standard-Batteriegriff und mit einem angesetzten Teleobjektiv. Das Ganze ist also sehr tief gebaut. Das ist übrigens hier die Oberseite. Ich habe das nur auf den Kopf gestellt, weil das halt eben so nicht steht. Damit Sie sich ein bisschen orientieren können. Und wie gesagt, das ist halt eben eine passgenaue Form dieses Holster-Designs, was man halt eben dann hier richtig so ausfüllen kann mit dem ganzen Equipment, was man hat. Also sprich die DSLR mit dem Teleobjektiv und dem Batteriegriff. Das passt also alles hier rein. Wir gucken uns jetzt einfach mal diesen Holster, der jetzt stellvertretend auch für die anderen Modelle da ist, die wir hier so im Programm haben. Ich werde nochmal den kleinen gleich nochmal ganz kurz ein bisschen vorstellen, damit Sie so ein bisschen auch so ein bisschen besseres optisches Gefühl dafür kriegen. Die Zipper, alles hochwertig verarbeitet. Das läuft also hier wirklich wie ein warmes Messer durch Butter. Hier einfach durch kann man das Ganze dann aufmachen. Wenn man dann einfach hier reinschaut und reinguckt, dann hat man hier dieses große Innenfach. Anhand der Form hier können Sie also auch sehen, wie dann die Kamera dann einfach hier reingesetzt wird. Ich habe so ein großes Teleobjektiv überhaupt nicht. Ich habe jetzt hier eine 5D Mark II mit dem 24-70 Zoom. Ne? Also die verschwindet hier richtig drin. Das ist natürlich also für wesentlich größere Kapazitäten ausgebaut. Zumal man auch noch hier auf der Unterseite die Möglichkeit hat, den Auszug zu verlängern. Auch hier mit einem Zipper. Das öffnet man dann einfach und dann hat man im Prinzip dann halt eben hier dieses ganze Große dann noch, was man noch halt eben zusätzlich dann hier als Stauraum benutzen kann. Wenn man das nicht mehr braucht, dann drückt man das einfach zusammen und macht das mit dem Reißverschluss dann einfach wieder zu. Das mache ich jetzt auch mal eben direkt. Da müsst ihr auch direkt sehen, wie einfach das geht. Zack. Und schon ist die Tasche wieder auf ihr immer noch sehr großes, voluminöses ihre Größe, so, das ist das Wort, was mir fehlte, dann wieder praktisch zurückgeschrumpft, immer noch riesengroß. Wir haben hier also auf der Innenseite die Möglichkeit, das Ganze dann noch oben mit einem Deckel zu verschließen, wenn also dann hier die Kamera drin ist. Wenn Sie sich dann vorstellen können, wie man das Ganze dann halt eben am Körper trägt, hier an der Seite dann, wer das mit dem Gürtel befestigt würde, auch der große Vorteil, dass die Tasche nach außen aufgeht, das heißt, ich kann ihn einfach auflassen, habe dann hier praktisch meinen Griff, mein Innenfach, ich kann dann auch diesen Deckel, wenn er mich dann stört, den kann ich also hier einfach abmachen. Das wäre jetzt so meine Variante. Hab dann die Kamera praktisch hier am Körper hier so drin, kann also einfach drauf zugreifen, nehme das Ganze raus und kann meine Fotos machen. Das ist halt eben der große Vorteil halt eben mit diesem System. Der Deckel selber hier hat also auch nochmal einen Klettverschluss mit einem Fach. Da kann man halt eben auch noch irgendwie Equipment reinmachen, Speicherkarten, Graukarten, Filter, irgendwie sowas, was man halt eben meint, was man immer dabei haben möchte. Und den Deckel, den machen wir natürlich hier auch wieder rein. Der gehört ja dann irgendwie doch schon dazu. Wenn wir das Ganze dann oben wieder zumachen, so, auch hier, nochmal kurz beachten, wie locker und leicht das geht, was auch sehr wichtig ist, weil wenn Sie das Ganze an der Hüfte tragen, dass dann halt eben hier der Reißverschluss wirklich ganz locker rundherum einfach aufgeht und aufzumachen ist und dass da nichts rumhakt und wegzieht und das Motiv ist dann schon lange weg. Das muss dann auch nicht sein. Dann haben wir hier an der Seite noch so ein Fach, auch wieder mit diesem Zipper-System. Hier befindet sich dann also hier nochmal ein Regencape drin. Das heißt, das Ganze können Sie dann auch mal eben hier wassergeschützt dann verwenden. Macht ja auch Sinn, wenn man draußen ist. Auf der Vorderseite hier haben wir also auch nochmal so ein Fach, wenn man das aufmacht. Da kann man halt auch nochmal drauf zugreifen. Hier auch so kleine Equipment-Sachen, die man halt eben haben möchte. Zum Beispiel ist ein großer Filter, ist ein großes Teleobjektiv.
richtig drin ist, dass ja vorne der Frontdurchmesser ja dann noch ein bisschen größer. In der Regel bewegt man sich dann so von 62 aufwärts Millimeter Durchmesser an aufwärts. Dann könnte man halt eben hier zum Beispiel auch einen Pullfilter als Beispiel der Größe halt eben reinmachen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Das ganze System ist also ein sehr gutes, durchdachtes System. Mal ganz kurz eben hier nochmal die kleinste Version, die ich hier gerade noch habe. Das ist der Digital Roadster 10. Auch der arbeitet mit demselben Prinzip. Hier wäre dann die Befestigung für den Gürtel. Wie gesagt, für die Leute, die sich gerade später zugeschaltet haben, den haben wir noch nicht im Angebot. Das Ganze wird dann einfach hier am Körper befestigt. Und auch hier oben natürlich bei den kleineren Modellen auch top mit dem Reißverschluss. Auch wieder der Deckel, den man halt eben abnehmen kann, wenn man das am Körper hat, dass man die Kamera einfach rausnimmt. Und dementsprechend natürlich dann halt auch hier an der Außenseite dann nochmal Fach, wo man auch wiederum Sachen verstauen kann, beziehungsweise hier auch wieder dieses Regencape, was da drin ist. Wenn Sie im Sonnenschein unterwegs sind, können Sie es einfach rausnehmen, haben Sie noch ein Fach, wo Sie Sachen reinmachen können. Ist auch ganz nett. Gilt übrigens auch für den großen, den ich Ihnen gerade gezeigt habe. Ist auch kein Problem. Auch hier haben wir natürlich dann die Auszugsverlängerung, wenn ich dann mal Equipment habe, was vielleicht doch ein bisschen länger ist mit dem kleinen Teleobjektiv. Für die kleinere Kamera zum Beispiel, auch für eine 600 D zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, kann man das Ganze hier halt eben auch noch dementsprechend dann etwas vergrößern. Und wenn man es nicht braucht, dann macht man das einfach wieder zu. Das machen wir hier auch. Wie gesagt, wir haben verschiedene Modelle im Angebot. Das mal so ganz grob hier dann noch einmal gezeigt. Der ThinkTank, die Fototasche, der Digital Holster. Ich werde noch einen etwas ausführlicheren Film machen, wenn wir dann auch die Gürtel dazu, also die passenden Gürtel dazu im Angebot haben. Nichtsdestotrotz, wenn Sie sagen, ich will aber gar keinen Gürtel, da ist natürlich auch bei jeder Tasche dann halt eben so ein Tragegurt dabei. Der hat auch eine gummierte Innenfläche und dann kann man das Ganze halt eben über der Schulter tragen. Die entsprechenden Karabinerhaken, die werden dann hier einfach in diese Metallöse an der Außenseite eingeklinkt. Sind auch sehr fest, logischerweise. Und dann kann man das Ganze halt eben auch ganz normal entweder über der Schulter tragen. Ich bück mich nochmal eben, bevor ich hier einen Schnitt mache. Oder aber halt eben auch, ich kann mir das Ganze einfach dann direkt hier so vorne irgendwie so quer rüber. Oder einfach halt eben auf den Bauch. Was natürlich auch sehr angenehm ist, weil hier man halt eben auch dann hingehen kann. Und kann dann die Kamera mit dem großen Objektiv, was man halt eben hat, einfach so ablegen als Stütze, ne? Also im Prinzip sogar freihändig, wenn man will, einmal um Fotos zu machen, um sich halt eben auszuruhen oder halt eben auch einfach das Ganze, um das Ganze irgendwie als Stütze zu nehmen. Ich habe dann zum Beispiel entdeckt, dass man hier einfach dann sich so abstützen kann, um halt eben dann seine Fotos zu machen, dass man halt eben seinen Ellbogen einfach auf der Tisch, auf der Oberseite dieses Holsters einfach absetzt und dann hat man halt eben nochmal so ein kleines, ja, so ein kleines Armstativ. Also auch das kann man dann mit diesen Taschen machen. Wie gesagt, ein ausführlicherer Film. Kommt nochmal, das einfach nur mal eben so, um mir das System vorzustellen. Vielleicht ist es auch bei der kleinen Tasche für die einige Kunden nicht interessant, dass man das Ganze am Körper betragen kann. Also hier spreche ich halt mit dem Gürtel, sondern da reicht dann auch schon die Tragevariante. Das war also der Digital Holster, die verschiedenen Modelle vom ThinkTank, die Fototasche hier bei uns im Shop.